Hallo, wir sind beim 76. oder noch mehr Thomas besucht Video am Boxenstopp. Und in der Brunnenstraße. Das ist ein Science Center, steht hier. Gut. Das Boxenstopp macht um 10 Uhr auf. Da hinten ist dann dieses Parkhaus, das als Ausweichposition hin soll. Ah, hier haben wir auch die Dinge, das ist ein Gemeinschaftskraftwerk. Hier haben wir auch relativ schöne Gebäude in dieser Brunnenstraße, wo es einen Weg hoch geht zum Südwestfunk und zum Österberg Turm. Das schöne Gebäude, aber im Winter eben sehr, sehr schattig. Hier sind wir auch bei. Tageskosten waren 6 Euro. Natürlich sehr interessant, dass es so diese Revolutionsbauweise. Und jetzt hat man den Eindruck, vorne dieses Fachwerkhaus, das war mal eine Gaststätte. Soweit ich weiß, das ist jetzt Streetwork. Bruderhaus, Diakonie. Nahezu verfallen. Hier haben wir die Beschilderung vom Technischen Rathaus. Hier gab es, soweit ich weiß, mal eine Sauna. Das ist jetzt Krankengymnastik am Brunnenbad. Das ist jetzt, sieht jetzt aber um aus irgendwelchen Gründen. Da steht aber noch Brunnenbad. Vermutlich existiert das nicht mehr. Hier dieser Umbau. Da hinten die Rückseite vom Clubhaus. Dieses Technische Rathaus war ein relativ hässliches Gebäude. Das haben die jetzt, muss man auch wieder loben, zum optischen Schmuckstück, das auch mit dieser Klinkerfassade sehr gut in die Stadt passt, gebaut, vermutlich noch ökologisch gut und so weiter.
Hier haben wir eine Staffel, die geht hoch zum früheren Landratsamt. Und da sind jetzt diese roten Gebäude erstellt worden. Wohnhäuser. Macht ja auch im Prinzip Sinn. Und es gibt wieder die ersten oder die Sportler, die unterwegs sind. Auch hier haben wir natürlich noch einiges zu bauen. Vorne ist wieder die neue Aula und da unten sehen wir schon die ersten, ja, wieder die Ammer, die dort vermutlich auch naturiert wird. So ein kleiner Park direkt an der Universität. Sicherlich schön, der dann zum Baden genutzt wird. Und hier haben wir natürlich wieder Graffitis. Da vorne ist der Botanische Garten. Hier sind nur noch Privathäuser. Wilhelmstraße 24. Das war mal die Kreisleitung der MSDAP. Ja. Muss man auch wissen oder nicht. Dann haben wir hier ein Gebäude, da mit Wohnzentrale, das war früher mal Taxi. Und die hier haben wir den Botanischen Garten. Hier eine Bäckerei. Und ein relativ preiswerter und soweit ich weiß auch guter Asiate. Hier geht es auch zu diesen Hochhäusern oder den neuen Häusern, wo gebaut wurden, statt dem Landratsamt. Plakate oder Veranstaltungshinweise. Da vorne das Willis und die Taxizentrale, die neue, die entstanden ist dort. Ja, die Haltestelle Wilhelmstraße. Und statt den schönen Aussichten ist dort das Shooter-Stars. Mit einer Außenterrasse. Hinten hat, soweit ich weiß, Altenpflegeheim oder sowas. Hier sind wir jetzt gleich am Museum.
Moment am Haupthaus vom Osiander. Antiquariat, noch eines. Hier Coffeeshop. Da oben haben wir diese Neubauten und ein Stück vom, ich glaube, Amtsgericht ist das. Hier die Osiander Schaufenster. Sich erstaunlicherweise so ausbreiten kann, muss. Noch hier hinten noch Gebäude. Das nächste Antiquariat. Sich das kommunistische Manifest und ähnliches kaufen kann. Auch ein Reisebüro hält sich noch. Hier haben wir eine Bank, die brauchen wir natürlich auch. Unbedingt hier der Schimpf, der Namensgeber vom Schimpfeck, das Brezelstüble, die Vollzeitverstärkung brauchen, das Immobiliencafé oder Zentrum von der Kreissparkasse, auch das ist natürlich notwendig. Da war mal ganz früher eine Pizzeria und dann ein McDonald's drin. Wir sind da an dieser Kreuzung, wo wir schon mal waren. Ja, und beenden dieses Video mit einem Blick aufs Museum. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben, Abo dalassen, mit Freunden teilen.